Aufzeichnung läuft. Hey, Überraschung. Mit Special Effects heute Ja. zu Film Talks Berlin und zwar zum Anstoßen die Jubiläums-Episode. Oh, Prost. Ja, wie cool. macht man das denn? Was für einen Tee hast du denn? Hast du Kaffee? Kaffee, Tee, alles da. Das ist Kaffee. Meistens Kaffee. Ja, Rooibos mit Orange. Ja, das ist mir zu viel. Zu viel Rooibos, ne? Zu viel Öko-Zeugs. Rooibos. Earl Grey. Earl Grey. Hier ist Earl Grey drin, aber nicht mehr heiß. Also, heute die 10. Episode von Film Talks Berlin. Ein Jubiläum. Und bevor wir noch was Spezielles zeigen, vielleicht, wenn wir es schaffen, wollen wir mal kurz über Film Talks Berlin sprechen. Warum gibt es das überhaupt? Warum machen wir das? Ja, Kaya, warum machen wir das? Also, Kai, bisschen Enthusiasmus. Kaya, ach so, Film Talks mit Ja. Kaya. Nein, wieder falsch. Ich weiß nicht, wo er ist. Kaya. Hier oben bin ich. Nein, du bist nicht oben. Er wäre mit Kaya, der immer gerne oben wäre. Und Kai. Warum machen wir das? Wir müssen das unterbrechen, das geht nicht. Das ist zu viel Klamauk. Genau. Nein, es ist gut, aber das war jetzt, ich habe mich versprochen wie so ein Depp. Weißt du, die Aufnahme kannst du in die Tonne kloppen. Na, wir schneiden ja nicht. Das ist schon das Erste. Ja, aber du Dann machst erzähl jetzt, doch mal. nein, ich erzähle nicht, ja, hallo? Du machst jetzt diese scheiß Kamera aus. Wie, was denn nochmal Also, pass aus? auf, okay, ist gut, Ich lass kann laufen. sie ausmachen. Wir sind authentisch, nein, wir sind voll authentisch. Mit all den Versprechern und so. Okay. Nichts geskriptet. Kein Nee, Drehbuch. ey, das ist echt peinlich, aber so ist das halt, so ist das So ist Leben. das Leben. Okay. Was willst du jetzt von mir hören? Naja, also ich wollte ja schon länger so einen Talk machen, wo Film die Basis ist, aber es auch in andere Dinge gehen kann, die uns bewegen im Leben. Und du bist ja darauf eingestiegen und machst mit. Und Ja, wir sind jetzt zwei. du bist ja seit, ich meine, das hat ja bei dir jetzt Tradition und hat Schule gemacht, dass du ja vor vielen Menschen als, du bist ja Szenenbildner und bist Dozent, ja. Jetzt hast du über Zoom sogar 90 Leute, die dir zuhören. Ja, manchmal. Manchmal braucht nur fünf. Manchmal auch nur fünf. Und wir reden ja sehr viel über Film. Und wir haben schon einen ähnlichen Filmgeschmack. Es gibt Filme, wo ich den Kopf schüttel, wenn du über die redest. Und es gibt Filme, wo du den Kopf schüttelst. Aber das ist gesund. Und dann war, glaube ich, die Idee, weil wir haben das, also ich fand das sehr interessant, was wir so geredet haben. Und dann kam die Idee, ey, warum zeichnen wir das nicht auf? Genau. Und jeder Depp macht einen Podcast und warum wir nicht auch? Weißt Genau. du? Also jetzt mal im Ernst. Und dann kam aber, die Geschichte wurde dann plötzlich größer. Größer als du und größer als ich kann. Ja? Als plötzlich die ganze Galaxie dazu kam. Und die Wesen, die das in 5000 Jahren sich ansehen werden. Dann habe ich plötzlich gemerkt, so, das ist nicht nur ein bisschen Blabla über Film, sondern wir machen Zeitgeschichte und wir sind authentisch. Die Menschen, die sich das jetzt angucken, denken sich so, oh mein Gott, seid mal nicht so authentisch. Könnt Ja. ihr nicht auch was skripten und euch ein bisschen. Schneiden lernen und sowas halt. Aber das ist ja das Ding. Ganz simpel, wir haben uns entschieden, nichts zu schneiden, nichts zu verschönern, nicht irgendwie sich danach noch hinzusetzen und dann einen halben Tag zu bearbeiten mit Trailer rein, Trailer raus und was weiß ich was. Das machen wir einfach so und so und so. Das Genau. muss reichen, Leute. Und ja, ich mache das, also wie. Also eigentlich mache ich das geil, damit ich dich öfter sehe. Punkt. Ja.
Wir sehen uns halt. Das ist nicht zu vermeiden. Das ist nicht zu vermeiden dabei. Wir sehen uns sehr selten und wenn wir uns sehen, dann ist immer gut. Kann man mal gut mit dir umgehen, so weit, weißt du? Und ich lerne permanent. Na, ich lerne ja auch permanent. Aber ich finde. Ja, ja, aber ich lerne in dem Sinne von dir, du hast halt dein jetzt machen wir ein bisschen hier so, ne? Das ist dann dein Wissen. Ist ja hinten bei dir aufgebaut, diese ganzen Bücher. Guck dir mein Bücherregal an, guck dir dein Bücherregal an. Aber du hast einen schöneren Elefanten da hinten hängen. Nee, da. Ja, das ist nicht meiner, der ist von Conny. Ach so. Was ich hier drüben, ja. Übrigens, hängt die Lederjacke von Fassbender. Das behauptet er. Mittlerweile habe ich ein Angebot für 45.000 Euro. Also ich warte auf weitere Angebote. Und der kann dann gucken, ob da eventuell in den Taschen noch irgendwo Koks ist. Wolfgang Rucks, ein Singbildner, hat mir das geschenkt, die Jacke. Und mir verraten, ich sollte doch mal nicht mit der Nase direkt reingehen, aber mal gucken, ob da noch ein bisschen Koks ist. Aber das wollte ich. Ob das nun wirklich von Fassbender ist, aber über Fassbender können wir ja auch nochmal sprechen. Also. Du hast ja gesagt, wir machen das eher für Leute in 5000 Jahren oder vielleicht in 500 Jahren oder vielleicht in 50 Jahren. Ich finde es schon interessant, wenn man der bisschen größenwahnsinnigen Überzeugung ist, dass man sich mit Sachen beschäftigt, mit der wir beschäftigen uns damit halt mittlerweile seit, ich weiß nicht, 25, 30 Jahren, eigentlich schon ein ganzes Leben lang. Und dann, das gilt auch für andere, ich höre dann auch anderen gerne zu, die sich intensiv mit einem Thema beschäftigen und nicht nur einen klaren Vortrag machen, sondern darüber sprechen, auch durchaus mal abschweifen, auch mal mit, das ist ja das Tolle an Film, Film ist ja alles, Film ist Politik, Magie, Realität, einfach alles, Kunst und Kommerz, Geld und gar kein Geld und einfach alles. Und das finde ich so toll, dass man an diesem Bereich Film einfach über die Welt sprechen kann. Und ich finde auch interessant, wenn Leute das zuhören, weil ich denke, das könnte für den einen oder anderen, für viele nicht, für die meisten nicht, für fast alle nicht, aber für einige auch interessant sein. Und deswegen mache ich auch meine Seminare und ich höre ja auch von dem einen oder anderen, natürlich nicht von allen, dass es sehr interessant ist. Da rede ich ein bisschen mehr über Bildästhetik, über Szenenbild und so weiter, über Farben im Film und über Semiotik im Film, über Zeichen im Film. Aber ich finde das auch in Ordnung, wenn man jetzt im fortgeschrittenen Alter das auch Leuten zur Verfügung stellt. Egal, ob man besonders gut häkeln kann oder sich mit Kochen beschäftigt oder ein Experte in Aquarellmalerei ist. Dann gehört es auch, das rauszutragen. Deswegen, umso mehr sich dafür interessieren, umso besser. Sind es nur 10, sind es 10, sind es 100, besser, sind es 1000, noch besser. Aber das ist dir ja egal. Du sagst ja, ob 3 Zuhörer reichen dir. Ja, also ich... Das hört sich jetzt natürlich komisch an, warum macht man diese Videos und stellt sie online, wenn man jetzt nicht will, dass das irgendwie... Übrigens, ich habe dir eine... Hast du dein Handy bei dir in der Nähe? Ich habe dir gerade was geschickt. Ja, aber ich habe es ausgemacht, damit es nicht klingelt. Ja, guck mal, ich habe dir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, dann kannst du... Egal, was ich sagen wollte... Parallel, Multitask. Was ich sagen wollte, ist halt, dass ich... ich meine, ich komme ja vom Filmemachen, ich praktiziere nicht mehr, weil ich ehrlich gesagt keine Kohle bekommen habe für die Filme, die ich machen möchte und so. Und dann geht das halt nicht. Da muss man halt gucken, wie das Leben halt weitergeht. Das betrifft ja nicht nur mich, das betrifft ja also die Vorstellung, wie Schiller an einem Apfel zu riechen, an einem verdorrten Apfel zu riechen und für die Kunst und so. Also tut mir leid, sagen wir mal so, Anfang meiner 20er Jahre wäre ich vielleicht für die Filmerei gestorben. Aber so irgendwann mal so Ende 30, da kommt das nicht mehr so in Frage, für irgendwas zu sterben. Ja? Und
Und ich habe glücklicherweise den Absprung geschafft, in dem Sinne, dass ich mich halt anders orientiert habe. Aber das hat ja keine Absprung, meine ich mit, dass ich halt gut gelandet bin, ja. Aber das hat ja meine Liebe zum Film, hat ja keinen Abbruch getan. Ich habe ja in der Phase, wo ich, sage ich mal, nicht so viel mit Film zu tun hatte, habe ich ja trotzdem, weil ich ja trotzdem einen Filmliebhaber. Und in die Zeit, wo ich wieder mit, danach, wo ich wieder mit, nicht mit Filme machen zu tun hatte, war ich ja trotzdem, bin ich ja trotzdem, seitdem bin ich trotzdem ein Filmliebhaber und ich gucke mir die Sachen an und so und kann sie jetzt mehr genießen und muss nicht darüber nachdenken, oh, ich will auch sowas machen und Ja. so. Und das ist jetzt die Möglichkeit hier zum Beispiel mit dir zu reden, als wären wir im Wohnzimmer und gibt mir halt auch die Möglichkeit, nochmal einfach. Also das ist ein schöner, sinnlicher, ästhetischer Moment für mich, über Film nachzudenken. Das ist Film oder über eine Szene nachzudenken, über einen Regisseur nachzudenken. Macht man ja sonst nicht. Wenn wir uns sehen, dann quatschen wir ja nicht über irgendwelche Regisseure ellenlang, eine halbe Stunde. Machen wir ja nicht. Und deswegen ist das ein super Rahmen, ja, für mich, über Film zu reden und dieser Rahmen, der halt hier gegeben ist, finde ich es fantastisch, weil wir haben es jetzt echt geschafft, jede Woche, fast jede Woche, uns dienstags hinzusetzen. Dienstags 14 Uhr, Leute, schaltet ein, guckt hier und da, hinzusetzen und so ein Video zu machen. Und Und dir ist es egal, ob ich brauche es für mein Ego nicht, dass ich irgendwie eine Zahl da definiere, also 1000, 10.000, ich meine, 10.000 Leute hören uns zu, das ist Nee, das macht, würde mir auch Angst machen. habt ihr, als Nein. habt ihr was Besseres zu tun? So halt, weißt du? Also, ja. Nee, fürs Also, Ego was ich würde noch ich auch sagen nicht wollte, sagen. ist Nee. halt, was ich im Zuge dieser ganzen Gespräche mit dir auch nochmal mitgekriegt habe, ist halt, was du alles so weißt halt, ne? Dann habe ich gesagt, okay, Kai ist in diesem Zusammenhang the Brain und ich bin der Joker. Ja? Joke? Ja, ich mache die Jokes hier. Okay? Ich darf Und keine machen. ja. Und Joker sind auch wichtig. Nur Ja. Brain ist voll langweilig. Guck dir das an. Da, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben ein Format. Ich meine, okay, die großen Regisseure sitzen dann auch manchmal und werden interviewt. Und so, aber wir machen ein Format. Es gibt, also ich glaube, es gibt das nicht. Es gibt Leute, die über Filme vorstellen, Trailer, und dann gibt es so Leute, die über Film miteinander quatschen, über vielleicht, aber nur, das sind einzelne Filme. Und dann gibt es halt ganz viele Interviews über oder Dokus über Filmemacher und Schauspieler und so weiter. Aber das, was wir hier machen, ist schon eine Perle. Und Ja. ich bin jemand, der sich ein bisschen auskennt. Also es ist vor allem bei uns eben nicht zielgerichtet. Wenn man sich andere anschaut, ist es sehr, wie du vorhin schon sagtest, geschnitten und dynamisch. Und es ist sehr auf Internet, YouTube oder ähnliche Formate ja, designt. Und das ist bei uns jedenfalls bisher nicht der Fall. Und ich fürs Ego finde ich auch nicht wichtig, aber mich stört es nicht, wenn jemand zuhört. Und ja, jeder, der sich mehr interessiert oder sich auch einbringt durch Kommentare oder Ideen, umso besser. Also keine Ja, Frage. keine Ideen. Keine Ideen. Kann auch Angst vor Ideen Kommentare, haben. Kommentare, okay. Aber sobald da angefangen wird, irgendeinen Scheiß zu schreiben, löschen wir, also wir werden gnadenlos die Kommentarspalte killen. Also sonst, weil ich bin hier nicht dafür da, dass ich irgendjemand irgendeine
Situation seinen Frust rauslebt oder was weiß ich. Guck doch weg, klick weiter. Genau. Quatsch mich nicht voll. Ja? Ich habe hier das Recht, auf YouTube meinen Kanal mit dir zu haben. Und alle sind gerne herzlich eingeladen, zuzuhören. Und also es geht ja nicht darum, schöne Dinge zu sagen. Was ich gerne in den Kommentarspalten lesen würde, ist halt dann eher, was empfindest du denn, wenn wir über ein Thema jetzt reden? Wenn man dazu was zu sagen hat, dann sehr gerne. Aber alles andere wird gnadenlos rausgeschmissen. Die Angst vor Ideen. Ja, so ist das entstanden. Und jetzt sind wir schon beim 10. Filmtalk. Und Ideen für viele, viele weitere gibt es. Bei mir gibt es eine virtuelle oder eine Liste, teilweise sogar auch aufgeschrieben, schon an Fragestellungen, die manchmal auch ein bisschen sich entfernen von Film, weil, wie gesagt, ich will es nochmal sagen, dieses Thema Film einfach auch alle Künste in, es ist Literatur, es ist Malerei, es ist Fotografie, es ist natürlich Schauspiel und. Das kann man jetzt unendlich weiterführen und über diese ganzen Bereiche kann man ja auch reden. Und natürlich ist es immer ein Zeitdokument und ein Film aus den 20er Jahren in den USA des letzten Jahrhunderts ist natürlich was anderes als ein Film heute, der aus China kommt oder ein deutscher Film aus den späten 30ern oder so. Das ist, es ist immer ein gesellschafts- und kulturpolitisches Thema und das finde ich total spannend, weil es so ein Zeitdokument ist. Und ja. Ja, also ich würde, das muss man auch mal, also das muss man auch wissen, wenn man hier, wir sind hier keine, also du bist ein Professor, aber ich bin kein Professor. Dozent. Naja. Aber es ist auch sehr, es ist, das ist das, was ich hier an dem Format wirklich mag. Es ist spontan. Ja, es ist spontan. Es ist spontan, manchmal wissen wir gar nicht, wir bereiten hier nichts vor. Genau. Also es sei denn, wir haben ein Thema und dann stelle ich das vor oder Kai stellt das vor. Dann gibt es natürlich noch Zeitrecherche dazu. Und aber ansonsten ist das alles sehr spontan. Ja, es ist spontan. Ich denke, das geht auch spontan, weil wir uns ja mit dem Thema einfach schon, wie gesagt, 20, 30 Jahre beschäftigen. Und es ist ja nicht so, dass wir das erste Mal über Chaplin oder Kubrick oder Fernsehserien nachdenken, sondern das ist einerseits spontan, andererseits ist es aber auch schon ein Thema, worüber wir schon oft gesprochen haben oder worüber wir uns auch schon mit anderen Leuten unterhalten haben oder eben selbst schon an Produktionen mitgearbeitet haben oder es ist ja ein Thema, was uns schon lange beschäftigt und deswegen kann man da auch immer aus der Schublade ziehen oder aus dem Buchregal oder aus der Videothek oder wo auch immer her. Weil das ein langes Thema ist, was einen lange begleitet. Ja, also es gibt da gar keine große Geschichte hinter Filmtalks. Und jetzt ist die Frage, wollen wir noch was heute zeigen oder wollen wir das lieber in der nächsten Veranstaltung machen? Was meinst du? Ja, du hast ja etwas zum Zeigen gehabt, aber ich glaube, das ist jetzt... Das würde nicht passen. Nicht mehr. Würde nicht hinpassen, meiner Meinung nach, weil... Genau. Achso, okay, ich habe dich dann falsch verstanden. Nee, würde nicht passen. Weil wir sind jetzt auch in der 20. Minute. Oh ja. Vielleicht. Dann würde ich doch sagen, dass wir das für abonniert die 10. Kanal hier. Es ist ja total unwichtig, ob ihr den abonniert oder nicht. Doch, es ist abonniert ihn. Da. Genau. Abonniert und empfiehlt ihn. Und kommentiert ihn, aber was dürfen Sie nicht? Was willst du nicht? Also keine Vorschläge, keine... keine Ideen. Macht mal dies, macht mal das. So weit sind wir noch nicht. Vielleicht kommt das später, wenn wir hier Werbeeinnahmen generieren. Genau. Quatsch. Dann vielleicht, aber jetzt haben wir auch erstmal für die nächsten nicht nur 10, ich denke für die nächsten 50 100 Gespräche genug Ideen. Also da gibt es eine lange, lange Liste. 100 Gespräche, das sind ja 100 Dienstage. Ja. Ich freue mich schon.
Und wir versuchen dann regelmäßig immer was hochzuladen. Gut, dann wäre es das für heute. Ich muss noch eine Sache sagen. Warum ja. Ich Captain sage. Kai kommt aus Bremen. Ja, natürlich. Und Bremen. Die Perle des Nordens, wolltest du sagen. Ja, am Wasser, ne? Und er sagt immer, naja, so ähnlich. Und er sagt immer, fast. Er sagt immer, Ahoi. Ahoi. Ahoi und Moin. Ich weiß nicht, warum der Typ Ahoi sagt, der kommt ja nicht von der Nordsee oder Ostsee. Ja? Er sagt immer, Ahoi. Du kannst das mal vielleicht auflösen gleich. Er sagt immer, Ahoi, Ahoi. Und dann habe ich angefangen, okay. Dann hat er auch noch so eine Dampfer. Mach mal bitte. Genau, dann dampft er auch noch. Genau so. Und es wird noch schlimmer. Ja. Yeah. Und der ist dann natürlich wie so ein Dampfer halt, ne? Und deswegen sage ich Captain. Genau, man sagt immer Moin zur Begrüßung den ganzen Tag. Das hat nichts mit morgen zu tun. Und Ahoi, wenn alles rund gelaufen ist. So soll es sein. Ahoi, Captain. Ahoi, bis zum nächsten Mal bei Filmtalks Berlin. Ciao.